Stets habe ich mich bemüht, als Arbeitersohn und Kommunist jeden Auftrag der Partei zu erfüllen. Er war ein Kämpfer. Und er bezeichnete sich auch als Soldat der Partei, sozusagen, nicht als Kämpfer für die Partei. Für die Patrioten an der unsichtbaren Front ist die Erfüllung des Klassenauftrages das Wichtigste. Erich Mielke hat gemordet, er hat auch dazu gestanden. Auch dafür gibt es von ihm Tonbandbelege, dass er sagt, wir haben Leute umgebracht, wir werden weiterhin Leute umbringen. So möchte ich in diesem Augenblick meiner hohen Würde das Versprechen und die Verpflichtung abgeben, bis zum letzten Atemzug für unsere Idee weiterzukämpfen. Ich hätte mein Leben, sage ich mal, zum damaligen Zeitpunkt für das Leben von Erich Mielke gegeben. Er war grobschlächtig, verletzend, menschenverachtend, von Eiseskälte in seiner ganzen Gefühlswelt. Er war skrupellos. Ihm waren keine Mittel zu schäbig, zu kriminell, wenn es darum ging, operative Ziele durchzusetzen. . 1982. Gratulationskur zum 75. Geburtstag Erich Mielkes. Ein Genosse wird gefeiert, den wirklich niemand mochte. Die meisten hatten Angst vor ihm, weil er über sie alles wusste und sie erpressen konnte. Mielke kannte ihre Stärken, Schwächen und Fehler. Diese Gratulanten konnten sich politisch nur halten, weil sie sich beim Chef des DDR-Geheimpolizei und Sicherheitsapparates absicherten. So war es Mielke gelungen, zum mächtigsten Mann der DDR aufzusteigen, nur dem SED-Generalsekretär verpflichtet. Erich Mielke musste immer im Mittelpunkt stehen. Er war von seiner Größe, Genialität und Autorität fest überzeugt. Um seinen Geltungsdrang, seine Eitelkeit und seinen krankhaften Ehrgeiz zu befriedigen, nutzte er jede Gelegenheit, sich selbst zu preisen. Mielkes Sucht zur Selbstdarstellung trug neurotisch-manische Züge. Erich Mielke heute. Der 90-Jährige bezieht eine Rente von knapp 1000 D-Mark. Er lebt in einem Berliner Plattenhochhaus. Der greise Altkommunist muss sich jedoch regelmäßig medizinisch untersuchen lassen, weil er allein wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes in Freiheit lebt. Zahlreiche Haftbefehle wurden ausgesetzt, mehrere Anklagen fallen gelassen. Über 100 Ermittlungsverfahren waren gegen Mielke anhängig. Im Berliner Stadtteil Wedding wurde Erich Mielke am 28. Dezember 1907 als zweites von 4 Kindern geboren. Der Arbeitersohn, sein Vater war Stellmacher, seine Mutter Näherin, wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf. Er bekam nach 7-jähriger Volksschulzeit einen Freiplatz auf dem kölnischen Gymnasium. Die Benellerzeit dauerte nur 3 Jahre, ohne Abschluss. In dieser Zeit, so schrieb er einmal, sei durch die Eltern sein ganzes Denken und Handeln auf die Arbeiterbewegung hingelenkt worden. Früh engagiert im kommunistischen Jugendverband und im Sportverein Fichte, trat Mielke einer Kaufmannslehre an, die er zu Ende brachte. Mielke übernahm Kampffunktionen und beteiligte sich an legalen und illegalen Aktionen der KPD und des Rotfrontkämpferbundes. Anfang der 30er Jahre konzentrierte er sich zunehmend auf Untergrundaktivitäten. 1931 wurde der 23-jährige Kommunist Mitglied im sogenannten Parteiselbstschutz, einer Art Geheimbund, der Teil des militärischen Apparates der KPD war. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei am 9. August 1931 in Berlin wurde Erich Mielke zum Doppelmörder. Politisch indoktriniert erschoss der proletarische Revolutionär, wie er sich gerne sah, zusammen mit einem Genossen die beiden Polizeihauptleute Paul Anlauf und Franz Lenk. Die Beisetzung der ermordeten Polizisten wurde zur Demonstration gegen die Feinde der Weimarer Republik. Längst waren Mielke und sein Genosse Ziemer untergetaucht. Erich Mielke, der harmlos scheinende Sportkamerad aus proletarischem Elternhaus, von kommunistischen Führern jener Zeit politisch geprägt, tragisch verblendet und im fanatischen Eifer zum Töten bereit, gelang die Flucht nach Moskau, wohin ihn die Berliner KPD-Führung geschickt hatte. Auf der Moskauer Lenin-Schule, der Kaderschmiede der Kommunistischen Internationale, bekam Mielke einen Studienplatz und erhielt für diese Zeit den Decknamen Paul Bach. Der Alltag in der Lenin-Schule war ganz streng reglementiert. Ja?
Wir wurden, also erstens einmal, keiner von uns lebte unter seinem richtigen Namen. Wir mussten fiktive Namen annehmen. Ja? Auch unser Passport, unsere Ausweise waren auf diese Namen ausgestellt. Und wir waren, keiner von uns durfte irgendeinem Mitschüler irgendetwas aus seinem privaten politischen Leben mitteilen. Gelehrt wurde hauptsächlich russische politische Sachen. Also Lenin, Stalin, vor allen Dingen Stalin. Fremdsprachen wurden nicht gelehrt, auch Russisch nicht. Ja, alles ging in deutscher Sprache. Und der Mielke ist mir eigentlich nur im Gedächtnis wegen, erstens mal so, wegen seines außerordentlich arroganten Auftretens. Und dann hatte er eine Affäre mit seiner Freundin, die ein Kind von ihm erwartete und das Kind nicht austragen durfte. In Moskau ließ sich Mielke zum Ausbilder für militärpolitische Fragen schulen. Bei Kundgebungen auf dem Roten Platz erlebte der Berliner Kommunist den Genossen Josef Stalin, den er als großes Vorbild verehrte, nicht zuletzt wegen der Schauprozesse. Nur vor diesem Hintergrund sind viele spätere Äußerungen und Handlungen Mielkes verständlich. So wie Stalin gab auch Mielke sich später volksnah und vertrauenswürdig. Doch auch wie er setzte er auf brutale Partei- und Machtpolitik. In dieser Zeit bekannte er sich in einem handgeschriebenen Lebenslauf zu den Todesschüssen vom 9. August 1931, der nach der Wende im sogenannten Bülow-Platz-Prozess eine wichtige Rolle spielte. 1936. Antifaschisten auf dem Weg nach Spanien, um auf der Seite der Volksfrontregierung gegen Franco zu kämpfen. Unter den 30.000 Freiwilligen auch Erich Mielke. Sein Deckname Fritz Leisner. Er war kein Polizist in dem Sinne, wie das ihn oft angedichtet wird. Er war kein selbstständiger Verfolger von Leuten. Es wurde aus ihm ein Mann gemacht, der mystisch war, der also geheime Aufträge durch und das ist alles. Ich habe ihn in vielen Situationen erlebt. Er war ein nicht sehr kluger, meiner Meinung nach, nicht sehr kooperativer, nicht, menschlich nicht sehr angenehmer Mensch, der auch sehr eingebildet sich gab und auch sehr linientreu auftrat. Ne? 1939 zogen sich die Spanienkämpfer nach Frankreich zurück, darunter auch Mielke, der sich nach Belgien absetzte und dort im kommunistischen Untergrund agierte. Hier begegnete er wieder seiner Moskauer Genossin. Sein Charakterbild, ein überheblicher, mäßig intelligenter, sehr arroganter Mensch, der alles andere war als ein Kommunist. Erich Mielke, alias Fritz Leisner, musste vor dem Einmarsch der Deutschen Belgien verlassen. Er ging nach Südfrankreich, wo er unerkannt als Holzfäller arbeitete. Seine Kontakte zur illegalen Parteileitung nach Toulouse und Paris brachen jedoch nie ganz ab. Dieses verschlüsselte Telegramm der Parteileitung im besetzten Frankreich an die Moskauer Zentrale von 1943 belegt Mielkes tatsächliche Untergrundarbeit. Der Holzfäller überlebte als Lette Richard Hebel unbehelligt die deutsche Besetzung Frankreichs, wie es in Mielkes Lebenslauf von 1951 nachzulesen ist. Erich Mielke überwarf sich später mit dem Unternehmer, der ihn angestellt hatte. Mielke wurde verhaftet und am 2. Januar 1944 der NS-Organisation Todt zur Verfügung gestellt. Es war damals üblich, dass die Organisation Todt in besetzten Ländern einheimische Unternehmen und deren Arbeitnehmer zur Zwangsarbeit verpflichtete. Während die letzten Kämpfe um Berlin tobten, blieb Mielke bis zum Rückzug der Deutschen aus Frankreich in der Organisation Todt und kam unter ihrem Schutz wieder ins Reich. Nach der bedingungslosen Kapitulation aller deutschen Streitkräfte gelangte Mielke über die französische und amerikanische Zone in die sowjetische Zone nach Berlin.
Bereits im Juni 1945 meldete er sich nach fast 14-jährigem Exil bei seinen Berliner Genossen. Die hatten für ihn rasch einen Posten im neu aufzubauenden Polizeiapparat gefunden. In den Nachkriegswirren ging es erst einmal um sehr praktische Probleme, die von den neuen Sicherheitsorganen gelöst werden mussten. Mielke kümmerte sich schon früh um Personalfragen der Polizei und leitete schließlich die Entnazifizierung in der sowjetischen Besatzungszone. Der starke Mann der DDR, Walter Ulbricht, förderte den Genossen Mielke, wo immer er konnte. Doch Wilhelm Zeisser wurde 1950 zum Minister für Staatssicherheit ernannt. Mielke wurde nur Staatssekretär. In dieser Funktion ersann Mielke 1950 den teuflischen Plan, den Bundestagsabgeordneten der KPD Kurt Müller nach Ostberlin zu entführen, um ihn als Terroristen und Gegner des SED-Regimes an den Pranger zu stellen. Müller landete, wie von Mielke erdacht, im berüchtigten Gefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit. Eines Tages kam mein Mielke nicht um 10 Uhr, sondern später. In der Hand hatte er eine Decke, eine Schlafdecke. Kam in meine Zelle, warf mir die Decke über den Kopf. Mielke war sehr vorsichtig, hat zwar manchmal versucht, mir im Fuß zu sitzen, dass ich falle beim Rausgehen, aber der saß in die Ecke bei der Vernehmung, ich musste in der Ecke stehen. Meist bis 4 Uhr oder 5 Uhr morgens. Ohne Haftbefehl und Richterspruch hatte ihn Mielke nach stalinistischen Methoden Tag und Nacht verhört. Mielke veranlasste schließlich, dass Müller in die Sowjetunion abgeschoben wurde, eine Verletzung elementarer Menschenrechte. Am 17. Juni 1953 mündeten Streiks und Demonstrationen in der DDR in einen blutigen Aufstand, von dem das Ministerium für Staatssicherheit völlig überrascht wurde. Das sollte für den DDR-Sicherheitsapparat Konsequenzen haben. Mielke konnte politisch überleben. Minister Zeisser musste den Hut nehmen. Nachfolger wurde Ernst Wollweber, ein Ideologe stalinistischer Prägung. Mielke wurde nur Vorsitzender der Sportvereinigung Dynamo. Auch diesmal blieb ihm das Ministeramt versagt. Dabei hätte er eigentlich alle Ämter verlieren müssen. Doch Walter Ulbricht hielt die schützende Hand über ihn. Auch als Mielke sich persönlich 10.000 Mark bewilligt und weitere Zuwendungen von 35.000 D-Mark Ost seines Ministeriums kassiert hatte, war es wieder Walter Ulbricht, der disziplinarische Maßnahmen verhinderte. Er behielt Mielke trotz Veruntreuung im Amt und ernannte ihn 1957 sogar zum Minister für Staatssicherheit. Endlich hatte er sein Ziel erreicht. Dieser über 80-jährige Zeitzeuge aus Moskau berichtete uns über seine Erfahrungen mit Mielke in der DDR. Der damalige Staatssekretär habe die sowjetischen KGB-Vertreter in der DDR reichlich beschenkt. Ich habe ihm jedoch nicht getraut, sagte der frühere KGB-General wörtlich. Er war hinterlistig und unaufrichtig in allem, auch in der Haltung uns gegenüber. Und das, obwohl er immer bemüht war, die Rolle als unser Freund zu spielen. Er wollte sich ein schönes Leben schaffen, indem er einen hohen KGB-Beamten zu schmieren versuchte. Als Minister habe Mielke auch KGB-Chef Andropow Geschenke gemacht, der jedoch die Annahme verweigerte. Das Ministerium für Staatssicherheit unter Mielkes 32-jähriger Führung galt als Schild und Schwert der Partei. Beim Mauerbau 1961 standen Mielkes Mannen an vorderster Front. Der Überwachungsapparat war auf Ulbricht zugeschnitten und ihm blind ergeben. Republik- und Fahnenfluchten zu verhindern, wurde zu einem immer wichtigeren Auftrag des Mielke-Ministeriums. Im ersten Sekretär Ulbricht sah Mielke den entscheidenden und obersten Repräsentanten der Partei. Und dem fühlte er sich einzig und allein verpflichtet. Mielke war für Ulbricht der Garant für den erfolgreichen Einsatz des DDR-Geheimpolizei- und Sicherheitsapparates als stalinistisches Herrschaftsinstrument nach sowjetischem Vorbild. Ulbricht setzte auf Loyalität Mielkes und schenkte ihm volles Vertrauen. Auch das machte Mielkes Machtstellung aus. Und Ulbrichts Nachfolger Erich Honecker verließ sich ganz auf den treuen Parteisoldaten Mielke. Mielke war Honecker gegenüber der Dienende, teilweise sogar der Unterwürfige. An der herausragenden Stellung des Generalsekretärs gab es für ihn keinen Zweifel. Ständig lobte Mielke sein gutes Verhältnis zum Generalsekretär. Aber offenbar hat Mielke Honecker vieles unterschlagen, um ihn nicht zu verärgern, um dessen Idealvorstellungen nicht zu zerstören. Der große Mielke war feige und um sich selbst besorgt. Er tat alles, um Honecker zu gefallen. In seinem Verhältnis zu Erich Honecker hat Erich Mielke getreu seiner Grundeinstellung als zuverlässiger Genosse der Partei
stets absolute Loyalität bewiesen. Auch als er für den Sturz Walter Ulbrichts eingetreten ist und insoweit Honecker unterstützt hat, hat er mit dieser Grundeinstellung zur Partei nicht etwa gebrochen. Das ist kein Widerspruch, sondern im Gegenteil, aus meiner Sicht ergibt sich das aus seiner Ergebenheit gegenüber der Partei, die er als gläubiger Kommunist empfunden hat. Milge war Honecker als erstes verpflichtet. In der Fachsprache könnte man auch sagen, er war dem Generalsekretär fachlich natürlich auch politisch unterstellt. Er hat nur einen Chef gehabt und das war der Generalsekretär. Er hat auch immer darauf gedrängt, dass er seine Sicherheitsprobleme nur mit dem Generalsekretär bespricht. Der treue Parteiarbeiter Milke liebte Parteitage, an denen der Führung gehuldigt und das Schild und Schwert der Partei, das Ministerium für Staatssicherheit, geehrt wurde. Er lebte in dem Wahn, vom Volk geliebt zu werden. Milke hatte die Wahnvorstellung, von der werktätigen Bevölkerung hochgeachtet zu sein. Ernsthaft glaubte er, dass die Arbeiterklasse die aufopferungsvolle Arbeit des Überwachungs- und Unterdrückungsapparates zu würdigen wisse. In seiner Arroganz der Macht nahm er an, das Volk würde von ihm begeistert sein, und er nahm dessen spontane Treueschwüre zur DDR und zur SED ernst. Milkes Einfluss auf die SED-Politik erweiterte sich noch, als er Mitglied im Nationalen Verteidigungsrat wurde, der sich seit 1960 mit Verteidigungs- und Sicherheitsfragen beschäftigte. Im Falle eines atomaren Angriffs wäre auch er hier im atombombensicheren Bunker gelandet. Dem eigentlichen DDR-Machtzentrum, dem Politbüro, gehörte Milke erst seit Honeckers Amtsantritt 1971 als Kandidat, seit 1976 bis zum Ende der DDR als Vollmitglied an. Hier fielen in den wöchentlichen Sitzungen die wichtigsten Entscheidungen, zu denen sich Milke jedoch in Sitzungen so gut wie nie äußerte. Er kannte zuvor die Tagesordnungspunkte und änderte die Vorlagen sehr häufig aus sicherheitspolitischen Gründen. Außerdem war sein direkter Kontakt zum SED-Generalsekretär für die politische Entscheidungsfindung im Vorfeld der Politbürositzungen von noch größerer Bedeutung. Auf dieser Liste stehen 68 Todes- und beinahe Todesfälle, für die Milke nach der Wende angeklagt wurde. Als Politbüromitglied hätte er, so die Berliner Staatsanwaltschaft, auf eine Humanisierung des DDR-Grenzregimes drängen müssen. Ein Fall, der Milke angelastet wurde, war der Grenzdurchbruch von zwei DDR-Bürgern 1984. Hier löste einer der Flüchtlinge drei Splitterminen aus, Todesautomaten genannt. Es war geblendet, mein Gehör war außer Betrieb oder total tot. Ich habe nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen und habe mich irgendwie als Mensch gefühlt. Oder das konnte ich halt so verstehen, wie halt Leute unter uns leben, die halt blind und taub sind. Ich habe, wenn von einer auf die andere Minute irgendwo diese Sinnesorgane ausfallen, ist mir total schockiert und total orientierungslos. Ich habe mir halt gesagt, der Kopf war ja Gott sei Dank noch in Ordnung, ich habe mir gesagt, dass du bist ein Krüppel und setzt dich jetzt hin und wartest, bis sie kommen und dir eventuell einen Gnadenschuss geben oder dich abholen und irgendwo einknasten. Dieser Flüchtling überlebte, schwer verletzt. Ich will überhaupt mal etwas sagen, Genossen. Wenn man schon schießt, dann muss man es so machen, dass nicht der Betreffende noch wegkommt, sondern dann muss er eben da bleiben bei uns. Ja, so ist die Sache. Was ist denn das? 70 Schuss los der Ballern und der rennt nach drüben und die machen eine Riesenkampagne. Da haben sie recht, Mensch. Wenn man so mies so schießt. Sollte eine Kampagne machen, das alles, wie hat der gesagt, Hans Albers, Schießer, Scheißer sein. Kann man ruhig ein bisschen lustig machen. 1986 versuchte der 22-jährige René Groß zusammen mit seinem Freund die Mauer mit einem LKW zu durchbrechen. Wie Groß wurde auch der 38-jährige Manfred Mäder durch gezieltes Maschinengewehrfeuer an der Flucht gehindert. Beide starben im LKW. Es bewegt mich immer wieder ganz brutal die Tatsache, wie mein Mann ums Leben gekommen ist. Dass jemand, der die Freiheit wollte, so brutal, dass ihm so brutal sein Leben genommen wurde, das bewegt mich am meisten. Wie denkt die Witwe heute über Todesschützen und verantwortliche Politiker? Ich glaube gar nicht, dass das Menschen sind, die so etwas. Das sind Menschen ohne Gewissen.
Mielke saß nach der Wende auch deswegen auf der Anklagebank, weil er an Beschlüssen mitgewirkt hatte, an der Grenze kilometerweit Erd- und Splitterminen zu verlegen. Der Angeklagte Mielke arbeitete außerdem an Befehlen mit, Flüchtlinge gegebenenfalls mit der Schusswaffe zu vernichten, wie es damals hieß. Wir hatten einen hinreichenden Tatverdacht, dass seine Handlungsweise für diese Toten an der Mauer mitverantwortlich war. Und ich glaube, dass eine Hauptverhandlung, wenn sie gegen Erich Mielke hätte geführt werden können, auch zu einem Schuldspruch geführt hätte. Denn immerhin sind andere Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrates, die weniger lang diesem Gremium angehörten und nicht diese herausragende Position in der DDR hatten, zu erheblichen Freiheitsstrafen rechtskräftig verurteilt worden. Im Thüringischen versuchten 1963 Peter und seine hochschwangere Frau Frieda die Grenze zu überwinden. 40 Schuss wurden auf sie abgefeuert. Der Dreck spritzte mir ins Gesicht und die waren also unmittelbar, die Einschläge. Und dann schrie sie auf mein Bein und ich habe sie angeguckt und wurde dann also ganz, ganz blass, das Blut wich aus dem Gesicht und sie verlor das Bewusstsein. Ich habe dann sie geschüttelt und Friedel und sie hat nichts mehr gesagt. Peter Klein überlebte und kam in Haft. Frieda Klein erlag den schweren Verletzungen eines Beckendurchschusses. Der 7 Monate alte Fötus blieb von der Kalaschnikow-Kugel zwar unversehrt, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Das Ministerium für Staatssicherheit, für uns heute Inbegriff staatlicher Willkür, war nicht mit anderen Ministerien vergleichbar. Mielkes Geheimpolizei und Sicherheitsapparat gründete sich auf Befehlsstrukturen einer militärischen Organisation. An seiner Spitze stand ein Armeegeneral als Befehlsgeber. Von dieser Geheimdienstzentrale gingen die Befehle und Anordnungen aus, die Mielke mit einer Handvoll Berater formulierte. Von hier aus dirigierte er ein Heer von zuletzt 84.000 hauptamtlichen Mitarbeitern und 174.000 nebenamtlichen Schnüfflern, die inoffizielle Mitarbeiter hießen. Erich Mielke hat natürlich als Minister für Staatssicherheit die Kernarbeitsgebiete eines Geheimdienstes geleitet. Er war dafür sowohl politisch als auch fachlich verantwortlich. Und er hat diese Verantwortung nach meiner Einschätzung auch voll wahrgenommen. Telefoniert haben wir fast immer, wenn er im Ministerium anwesend war. Durch jedes Früh gab es ein Gespräch zur Lage. Er wollte von mir die neueste Lageentwicklung wissen, wie bestimmte Spionagevorgänge sich weiterentwickelt haben. Mielke war überzeugt, dass das MFS alles wissen und folglich überall präsent sein müsse. Es darf keinen Ort geben, wo wir nicht sind, war seine ständige Forderung. Mielke verlangte eine vorbeugende und schadensverhütende Tätigkeit des Apparats. Sein Steckenpferd war die Wer-ist-wer-Aufklärung. Zu allen wichtigen Persönlichkeiten der DDR verlangte Mielke Spitzelinformationen, also über inoffizielle Mitarbeiter. Mielke liebte Uniformen und militärisches Zeremoniell. Unter seiner Führung wurden Mielkes Mannen Mädchen für alles, übernahmen Aufgaben, die mit Geheimdienstarbeit wenig zu tun hatten. Er glaubte bis zuletzt, mit Mitteln und Methoden aus längst vergangenen Zeiten die innenpolitischen Probleme lösen zu können. Ich begrüße Sie zum Appell aus Anlass der 100. Wiederkehr des Geburtstags des Revolutionär und glühenden Internationalisten Felix Edmundowitsch Dserzhinsky. Mielke und die Macht, ich glaube schon, dass er die Sicherung und den Erhalt der Macht als Hauptzweck der Staatssicherheit empfunden hat. Seine ständige Redensart war, wer wen, das heißt, wer beherrscht wen. Das war für ihn die wichtigste Frage, der sich dann gleichzeitig allerdings die zweitwichtigste anschloss, nämlich wer ist wer. Erich Mielke und die inoffiziellen Mitarbeiter, das war für ihn eigentlich das einen alles in einem gut funktionierenden Geheimdienst. Ohne inoffizielle Mitarbeiter, das muss ich auch mal ganz klar sagen, hätten wir viele Probleme nicht rechtzeitig erkennen können. Nicht? Und hätten auch nicht rechtzeitig die Politik informieren können. Und deshalb war immer wieder die Forderung von ihm, gute inoffizielle Mitarbeiter zu schaffen. Also zu werben, wie man so im Geheimdienstjargon sagt, und mit diesen auch verantwortungsvoll zu arbeiten.
nicht? Also, und er betrachtete diese Leute als Patrioten und hat sie sehr hoch eingeschätzt. Vorwärts zu neuen Erfolgen im Kampf gegen die Feinde für den zufälligen Schutz des Sozialismus und Kommunismus und die Sicherung des Friedens. Mielkes Geheimpolizei und Sicherheitsapparat konzentrierte sich immer eindeutiger auf den Kampf zur Zurückdrängung von Antragstellern auf ständige Ausreise und zur Bekämpfung des politischen Untergrunds. Immer mehr Bürger gerieten in die Fänge von Mielkes Geheimpolizei. Unter strengster Geheimhaltung wurden hier Telefongespräche abgehört. Mielkes Lauscher kontrollierten allein in Berlin 6000 Fernsprechanschlüsse jährlich, DDR-weit etwa 2000. Hier konnten 1000 Telefongespräche gleichzeitig aufgezeichnet werden. Auf Mielkes Befehl wurde ab 1970 der gesamte Fernsprechverkehr zwischen der Bundesrepublik, West-Berlin und der DDR abgehört. Die akustische und optische Überwachung fand auch in den Interhotels statt. Mit solchen Aufnahmen konnten Hotelgäste leicht erpresst werden, auch zur inoffiziellen Mitarbeit. Postkontrolle gab es in der DDR seit ihrer Gründung. 1985 befahl Mielke den gesamten Postverkehr, nicht nur den zwischen der Bundesrepublik und der DDR, auch innerhalb des eigenen Landes lückenlos zu kontrollieren. Zuletzt hatten die Postschnüffler täglich bis zu 45.000 Briefsendungen zu bewältigen. Fast 7 Millionen D-Mark und über 600.000 DDR-Mark kassierten die staatlichen Posträuber aus Briefsendungen in den letzten 3 Jahren vor dem Ende der DDR. Hier lagerten Irrläufer, Pakete aus der Bundesrepublik, die versehentlich in den Postverkehr der DDR gelangten. Auch sie wurden komplett geplündert. Viele Konsumgüter aus dem Postraub landeten auch in Wandlitz, der abgeschotteten Wohnsiedlung der SED-Politbüromitglieder. Für eine optimale Betreuung und luxuriöse Versorgung der führenden Repräsentanten des Staates war der Minister für Staatssicherheit seit 1960 allein verantwortlich. Zuletzt standen 650 hauptamtliche Mitarbeiter des Mielke-Ministeriums im Dienste der etwa 30 SED-Spitzenpolitiker. Mielke ermöglichte diesen den Erwerb hochwertiger Konsum- und Gebrauchsgüter, die nur im westlichen Ausland zu beschaffen waren. Um die Ansprüche der Politbüromitglieder zu befriedigen, war der Devisenbedarf 1980 auf über 4 Millionen D-Mark angewachsen und stieg bis November 1989 auf 8,6 Millionen D-Mark. Auch deswegen wurde Mielke angeklagt. Doch seine angeschlagene Gesundheit schützte ihn auch hier vor einem Prozess. Erich Mielke ist so oft von den verschiedensten Gutachtern untersucht worden, dass ich es für ausgeschlossen halte, dass er also nicht wegen tatsächlich vorhandener Verhandlungsunfähigkeit, sondern wegen fingierter Verhandlungsunfähigkeit außer Verfolgung gesetzt worden ist. Ich glaube schon, dass die ärztlichen Gutachten hier den tatsächlichen Sachverhalt richtig erfasst und bewertet haben. Abteilung! Halt. Rechts! Bumm! Mielkes gehätscheltes 10.000 Mann starkes Wachbataillon Felix Dzerzhinsky. Diese Männer verehrten ihren Dienstherrn und standen in Treue fest zur Partei. Im Ministerium herrschten militärische Gepflogenheiten. In seiner Gegenwart war Haltung einzunehmen. Beim Betreten seines Zimmers hatte eine militärische Meldung mit entsprechender Körperhaltung zu erfolgen. Seine Befehle waren ohne Diskussion durchzuführen. Mielke forderte absoluten Gehorsam. Sein herrisches Auftreten, sein lauter Tonfall, seine Verletzung der Würde vieler Mitarbeiter machten ihn zum gefürchteten Befehlshaber, dem man lieber nicht begegnete. Die Generalität kuschte vor Mielke. In seiner Gegenwart gerieten Militärs ins Zittern, weil sie Angst vor öffentlichen Demütigungen hatten. In seiner Anwesenheit bekamen hohe Offiziere Redehemmungen. Mielke war die Autorität. Hinter ihm standen der Generalsekretär und das sowjetische Bruderorgan KGB. Bewundert wurden sein eiserner Wille, sein Durchsetzungsvermögen und die straffe militärische Führung des Ministeriums. Erich Mielke konnte sich nach Main feststellen und natürlich auch schnell erregen, wenn irgendwo in der Arbeit ein Fehler passierte, wenn eine Lage nicht richtig eingeschätzt wurde. Nicht? Und das war für ihn immer so, Mensch, wir haben
sind Tschechisten und haben eine gute Ausbildung genossen, haben Erfahrung in der Parteiarbeit, in der Arbeit, Umgang mit unseren Gegnern. Und trotzdem passieren Fehler. Er konnte menschlich sehr verletzend sein, gerade im Umgang auch mit hohen Generalen. Er hat sie wie ein Feudalherr, seine Untertanen behandelt. Er war böse, aber er war banal. Er war dumm, aber er war auch sehr schlau. Er war furchteinflößend, aber er war zugleich auch lächerlich. Und so mischt sich das. Also er war mörderisch, er war aber auch sehr bürokratisch. Er hielt sich für einen Menschenfreund. Dabei war ein Menschenjäger. Also es ist nicht so, dass er gesagt hat, gut, hier steht ein Befehlsempfänger vor dir oder ein Diensttuender oder was weiß ich. Sondern er hat eigentlich immer als erstes auch den Menschen mitgesehen. Ja. Also ich sag mal, er hat nie den Geburtstag vergessen. Mielke, der in Wirklichkeit die Stasi war, der alle Privilegien und Statussymbole genoss, zählte seit Gründung der DDR zu den herausragenden Partei- und Staatsfunktionären. Im Ministerrat saß er seit Jahren und im SED-Zentralkomitee gehörte er zu den Männern der ersten Stunde. In der Volkskammer vertrat er den Wahlkreis Zeitz. Bis auf wenige Ausnahmen gefiel er sich in der Rolle des großen Schweigers. Er herrschte mit anderen Mitteln und Methoden. Eine andere, private Seite Mielkes. Gerne ging der leidenschaftliche Jäger auf die Pirsch. Aus seinem Jagdschloss Wolletz versammelte er seine Jagdgesellschaft, zu der bis zum Ende der DDR auch sein früherer Vertreter Markus Wolf zählte. Hier wurde auf Staatskosten gejagt und gefeiert. Für DDR-Verhältnisse das üppig ausgestattete, für westliche Augen eher spießig eingerichtete Wohnzimmer des Jagdherrn. Hier genoss der gefürchtete Minister für Staatssicherheit seine Freizeit, lud seine Amtskollegen, bevorzugt die des Moskauer KGB ein. Für das Gästehaus, die Garagen und für seine Trophäenhalle hatte Mielke dem Staatshaushalt über 4 Millionen DDR-Mark entnommen. Auch deswegen ermittelte nach der Wende die Staatsanwaltschaft gegen ihn. Mielke beschäftigte auf seinem Jagdschloss Wolletz 70 Bedienstete. Die Kosten seiner Jagdleidenschaft betrugen von 1966 bis 1988 fast 22 Millionen DDR-Mark. Zur Jagdgesellschaft gehörte auch Mielkes Sohn Frank. Beide verfügten über eine kostbare Waffensammlung. Allein Erich Mielkes Waffen hatten einen geschätzten Wert von 90.000 D-Mark. Mielke, denke ich, hat eben nicht nur Hirsche gern gejagt, sondern auch Menschen. Er war ein Menschenjäger, hielt sich aber dabei für einen Humanisten, der das im Interesse der Menschheit tat. Also so jesuitisch, ne? Der Zweck heiligt die Mittel. Mielkes Treue zur Sowjetunion, seine enge Bindung an den KGB und seine Vorsitzenden blieben bis zu seinem Sturz ungebrochen. Dieser frühere KGB-Chef kannte Mielke sehr gut. In unserem Interview beschrieb er Mielke als einen Mann, bei dem es schwer gewesen sei, Einfluss zu nehmen. Er habe sehr selbstbewusst und hartnäckig seinen Standpunkt vertreten. Man habe miteinander geredet und Erfahrungen ausgetauscht. Nie sei versucht worden, ihm den Moskauer Willen aufzuzwingen oder gar Befehle zu erteilen. Das hätte Mielke nicht geduldet, meinte dieser russische Zeitzeuge aus der Ära des Kalten Krieges. An seinem besonderen Verhältnis zur Sowjetunion, in den 30er Jahren geprägt, änderte sich auch nichts, als Chruschtschow mit Stalin abrechnete und den Vater aller Werktätigen, wie Mielke ihn sah, zum Verbrecher abstempelte. Unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion war Mielkes Glaubensbekenntnis, unabhängig von den einzelnen Machthabern im Kreml. Der ehemalige KGB-Chef unterstrich in unseren Gesprächen immer wieder Mielkes Unabhängigkeit gegenüber Moskau. Auch habe er es immer verstanden, sein Ich nachhaltig ins Bild zu rücken und zu verteidigen. Mielke, so der Moskauer Zeitzeuge, habe gewusst, was er wert gewesen sei. Nie habe sich Mielke herabgelassen, familiär zu sein, anderen auf die Schulter zu klopfen. Niemals sei er der gute Kumpel gewesen. Die Spitzengenossen in Moskau schätzten Mielkes Tugenden. Disziplin, Leistungsfähigkeit, Fleiß, Organisationstalent, enorme Durchsetzungskraft und Verlässlichkeit. Zu Brezhnev bekundete Mielke wiederholt seine freundschaftlichen Beziehungen. Für mich gehörte er zu jenen Kommunisten, die von Jugend an in der Sowjetunion das zweite Vaterland jedes Werktätigen sahen. Ab 1985 war die Sowjetunion für Mielke nicht mehr das ungeteilte Vorbild.
Er sprach aber von der Gewissheit, dass die Perestroika-Träume bald wieder der Vergangenheit angehören würden. Der letzte KGB-Chef vor Gorbatschows Rücktritt zeichnete bei unserem Treffen in Moskau ein differenziertes Bild von Mielke. Er sei ein deutscher Patriot gewesen, der immer die Interessen seines Staates vertreten habe. Außerdem war Mielke ein überzeugter Internationalist, dem Rassenvorurteile absolut tabu waren. Neben seinen Stärken habe Mielke auch Schwächen gehabt. Er sei sehr impulsiv und leicht erregbar aufgetreten, habe sich aber schnell wieder abreagieren und seine impulsiv vorgetragene Meinung ändern können. Moskaus Mächtige schätzten an Mielke, dass er den besten und effizientesten Geheimpolizei- und Sicherheitsapparat außerhalb sowjetischer Grenzen aufgebaut hatte. Gemeinsam war ihnen der Machterhalt als wichtigstes Motiv ihrer Arbeit. Sie waren Fanatiker des Kommunismus. Wenn wir nicht gerade jetzt hier in der DDR wären, ich würde euch das ganz ehrlich sagen, wenn der Westfindig wäre, so in der glücklichen Lage wie die Sowjetunion, dann würde ich einen erschießen lassen. Kurzen Prozess machen. So. Ein Fall aus dem Jahr 1961. Für den kleinkriminellen und krankhaften Brandstifter von LPG-Einrichtungen Strümpe forderte Mielke die Todesstrafe. Der Schauprozess und die Vollstreckung des Todesurteils sollte der Abschreckung dienen und Kritik an der Verstaatlichung der Landwirtschaft unterbinden. Der Fall des Majors Gerd Trebeljahr. Er wurde wegen angeblich vollendeter Spionage 1979 erschossen. Mielke kannte keine Gnade. Wegen Spionage und vorbereiteter Fahnenflucht im schweren Fall wurde auch der Staatssicherheitshauptmann Werner Teske 1981 in Leipzig hingerichtet. Mielke lehnte eine Begnadigung ab. Wir sind nicht gefeit, leider, dass auch mal ein Schuchtner unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeit, da hierhin, das ist leider. Wenn ich schon jetzt wüsste, dann wird auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz, Prozess. Aber weil ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Lieber Millionen Menschen vom Tode retten, als wir ihn Banditen leben lassen, der also uns dann also die Toten bringt. Der Pfannenflieger schwenkt seinen Hut. Adieu, Mamsel, der Flicks aus gut. Der Entertainer Erich Mielke. Er liebte die Selbstdarstellung, den Mittelpunkt. Er bediente sich dabei der Sprache des einfachen Arbeiters. Der Biedermann, seit 1948 mit einer Schneiderin verheiratet, hat eine Pflegetochter und einen Sohn. Sein Hobby? Fußball. Genauer, die Sportvereinigung Dynamo Berlin, der seine besondere Aufmerksamkeit galt. Überliefert sind wilde Gefühlsausbrüche im Stadion. Mielke beschimpfte Schiedsrichter als Banditen, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzten. Abtrünnige Dynamo-Sportler nahm er unter Kontrolle. Dazu zählte bis 1989 auch die Telefonüberwachung und Personenkontrolle. Ein dunkles Kapitel in Mielkes Biografie ist der von ihm genehmigte geheime Kontakt einer handverlesenen Offiziersgruppe zum Führungszirkel der bundesdeutschen Rote Armee-Fraktion, RAF. Während mit den Aktivisten der RAF-Führungsebene über logistische Hilfestellung verhandelt wurde, sorgten Mielkes Mannen für ein unauffälliges Untertauchen von 10 RAF-Aussteigern in der DDR. Bekannte Gesichter von den Fahndungsplakaten aus den 80er Jahren. Ihre Lebensumstände mit neuen Identitäten in der DDR wurden erst nach der Wende bekannt. Sie waren Opfer und zugleich Täter des Mielke-Apparates. Die Zusammenarbeit zwischen RAF und der DDR-Staatssicherheit hatte 1978 Inge Fied organisiert. Die Aktivistin der Bewegung 2. Juni und späteres RAF-Mitglied tauchte 1982 in der DDR unter. Mielke persönlich veranlasste damals, sie aus einem Prager Gefängnis in die DDR zu holen. Doch ohne Honeckers Einverständnis wären Mielkes Aktionen zugunsten der RAF niemals möglich gewesen. Beide glaubten dadurch, die DDR vor Terroranschlägen schützen zu können. Die 10 RAF-Aussteiger wurden 10 Jahre lang rund um die Uhr unter totale Kontrolle gestellt. Sie waren auf Schritt und Tritt von inoffiziellen Mitarbeitern umgeben und wurden selbst welche. Einige heirateten, von uns eingefädelt, Lebenspartner, die von der RAF-Vergangenheit des anderen nichts wussten und uns als inoffizielle Mitarbeiter auch die intimsten Informationen lieferten. Wir versorgten sie optimal und waren immer für sie da. Eine besondere Stellung nahm Inge Fied ein. Sie bekam einen PKW und insgesamt 77.000 DDR-Mark.
Bevor Ingefied untertauchte, gehörte sie zu jenen RAF-Aktivisten, die mit Mielkes Erlaubnis schwer bewaffnet in die DDR ein- und ausreisten. Auf Truppenübungsplätzen lernten sie den Umgang mit Waffen aller Art. In konspirativen Wohnungen trafen sie sich mit Mielkes Mannen und informierten über die Innenansicht der RAF, plauderten aus, wer mit wem schlief, wer wen hasste oder liebte. Ingefieds Terroristenkarriere kannte Mielke besser als das Bundeskriminalamt, ebenso Christian Klars Führungsrolle. Und über Adelheid Schulz und Helmut Pohls Einfluss innerhalb der RAF besaßen Mielkes Mannen die zutreffendsten Einschätzungen. Und an Honecker ging nichts vorbei. Er hatte Mielkes geheime RAF-Kommandosache in allen Phasen abgesegnet, wie wir heute von Zeitzeugen wissen. Alleine hätte Mielke das riskante Zusammenspiel mit den RAF-Terroristen nicht gewagt. Eingebunden war auch Auslandsspionagechef Markus Wolf, der vor allem die Fälscherwerkstatt des Ministeriums für die RAF einsetzte. Den RAF-Leuten nahmen wir jene Pässe ab, die auf den internationalen Fahndungslisten verzeichnet waren, und gaben ihnen neue. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich schwöre es, Christian Klar und seine Kämpfer brachten hohe Geldsummen mit, die sie offenbar bei Raubüberfällen erbeutet hatten. Diese Millionenbeträge wurden von uns eingezogen und in unterschiedlichen Währungen zurückgezahlt. Und dass wir die Terroristen um Klar an den unterschiedlichsten Waffen ausbildeten, ist bekannt. Wir kannten durch Klar aber auch westdeutsche Fahndungspannen. Nach dem Telefonat sind wir dann beide in die Wohnung Talstraße 17 hochgegangen. 1980 berichtete der RAF-Kommandoführer Christian Klar seinem Ostberliner Führungsoffizier detailliert, wie er den Hamburger Fahndern geschickt entkam. Und allerdings das Schließfach rund um die Uhr zu bewachen. Darüber informierte Mielke auch Honecker, ebenso über die Verhaftung Klars, die das Ende der Beziehungen 1984 bedeutete. Mielke wurde wegen der RAF-Unterstützung nie angeklagt. Allein wegen des Doppelmordes 1931 wurde er zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt. Opfer würdigte er keines Blickes. Er hat nicht nur meinen Vater ermordet, sondern hat meinen ganzen Lebensweg zerstört. Denn sicherlich wäre mein Leben anders verlaufen, denke ich mir, wenn ich wenigstens noch einen Vater gehabt hätte. Bilder aus vergangener Zeit. Zum 80. Geburtstag 1987 huldigten ihm Freunde und auch Feinde. Gerührt nahm Mielke die Glückwünsche entgegen. Schon damals müssen ihm die Brüche und Probleme in der DDR bewusst gewesen sein. Kannte doch niemand die explosive innenpolitische Lage besser als er. Noch einmal versuchte Mielke, Ruhe und Ordnung zu schaffen. Doch dann das Ende, kläglich. Ich liebe doch alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Erich Mielke hat sicherlich erkannt, welche Entwicklung in der DDR des Herbstes 1989 sie angebahnt hat. Aber er hat auch gleichzeitig gewusst, dass er die Führung der SED nicht mehr erreicht mit seinen Informationen. Man hat zu Unrecht diese Rede so verlacht. Sie ist im Grunde genommen eine Bankrotterklärung eines Geheimdienst- und Geheimpolizeichefs, der eingestehen muss, dass alle Arbeit vergeblich war. Und er ist sehenden Auges in den Untergang gegangen. Erich Mielke, der Biedermann, der die Stasi war. Sein Name steht für 32 Jahre Unterdrückung, Bespitzelung und Verrat.